So, da drüben brennt's. Hier ist überall nichts. Haben wir das nicht schon gelöscht hier? Nichts zum Scannen, nichts zum Scannen. Nix. Oh, Taschenlampe ein bisschen. Ist schon ein bisschen unheimlich hier, ne? Oh Gott, komme ich jetzt hier wieder raus? In der Verwaltung waren wir, da war nichts weiter. Gut. Wie gesagt, das heißt, wir kommen hier auf jeden Fall nochmal hin. Bin ich mir sehr sicher. Jetzt muss ich da drüben gucken. Hier ist aber nichts. Hier ist überall nichts, okay. Gut. Hey. Aber wir haben immerhin, wir haben Betten gescannt, wir haben Bänke und so ein Spaß. Und, wir haben eine Sporttasche dabei, ja. Wir haben Poster. Drei Stück. Und wir haben das Kuscheltier. Also bitte, was will ich denn mehr? Wo ist meine Motte? Da. Und deswegen speichern wir jetzt ganz kurz. Machen wir uns auf den Weg zur Matte. Das ist nichts. Alter, ist das krass hier. Hä? Nee, das ist nicht die Matte. Hier ist die Matte. Oh Gott. Ich dachte, ich hätte irgendwas gesehen. Welcome aboard, Captain. Da ist unsere Boje. Das Licht ist an. Ja. Tut mir leid. Wir schwimmen hier bestimmt noch mal hin. Um auch Metallschrott noch einzusammeln und vielleicht die restlichen Sporttaschen irgendwann mal noch zu holen. Was ist denn das da? Nichts. Okay. Da ist unsere Basis. Huch, Entschuldigung. Ich hatte irgendwie Angst, dass hier irgendwie was ist, aber es war nichts, ne? Ich hatte irgendwie die Befürchtung, dass uns gleich irgendwas ganz Ekliges entgegenkommt. Weil dieser Cheat mit dem, dass die uns nicht angreifen, zählt nämlich nicht für die Motte. Nur mal so gesagt. Okay, wir haben Essen, wir haben Batterien. Boah, Alter, wir sind richtig gut unterwegs.
Home sweet home. Hier ist alles gut. Dann packen wir jetzt hier mal die also wir haben ja nicht mehr so viel Getränke. Aber die Nahrungsmittel packen wir hier mal mit rein. Gehen wir einmal nach oben. Nochmal nach oben. Jetzt gucken wir mal ganz kurz, wie es in unserem Aquarium hier aussieht. Geht's euch allen gut? Ja. Prima. Ich bin so blöd. Genau. Wir speichern noch mal ganz kurz und schauen uns mal ein bisschen was an. Baupläne. Ein Raubtier-Täuschkörper. Die Schubkanone. Gewehr. Wir haben dieses Krebsskelett jetzt. Das finde ich gut. Brauchen wir jetzt alles im Moment nicht. Datendownloads. Der Antriebskern der Aurora wird von einer dicken Ummantelung aus Metall geschützt, die kurz nach dem Aufschlag an vielen Stellen gebrochen ist. Dadurch tritt weiterhin Strahlung in die umgebende Umwelt raus, bis die Brüche versiegelt sind. Danach wird die Strahlung der Umwelt mit der Zeit abnehmen. Diese Prozedur sollte nur mit ausreichendem Strahlenschutz in einem vollständig geladenen Reparaturwerkzeug in Angriff genommen werden. Das haben wir hier gemacht. Aurora Flugschreiberdaten. Schwerkraft Umlenkmanöver um Planet 4546b eingeleitet. Hochgeschwindigkeitsenergieimpuls auf der Planetenoberfläche registriert. Notfallsignal per Langstreckenkommunikationsrelay an Altera Horchposten gesendet. Einschlag registriert, Rettungskapselschächte auf Steuerbordseite beschädigt, ausgehende Kommunikation gestört. Notfallevakuierung eingeleitet. Manuell Steuerung an Kapitän Hollister übergeben. Rettungskapseln 1 bis 25 erfolgreich gestartet. Eintritt in Atmosphäre des Planeten, massiver Einschlag registriert, Antriebskernschild beschädigt. Notsignale von 8 Rettungskapseln auf der Planetenoberfläche empfangen. Registrierte menschliche Lebenszeichen im weiteren Umkreis bei T plus 8 Stunden 1. Das waren wir schon vermutlich. Wir. Vermisstes Personal. Wartungsingenieur für nicht lebenswichtige Systeme Riley Robinson. Rettungsplan von Altera Zentrale bei T plus 8 Stunden weitergeleitet an Hochsicherheitsterminal im Kabine des Kapitäns. Überwachungssysteme ausgefallen bei T plus 13 Stunden. VR-Raumaufzeichnungen. Ladeprogramm Wüsteninseldrama.vrat. Größe 3 Spieler, Ressourcen normal. Setze Spieler am Strand ab. Spieler 1 wurde von einer ungewöhnlich hohen Flut weggespült. Spieler 2 hat Spieler 3 eine Kokosnuss für 10 Krediteinheiten verkauft. Spieler 3 hat eine Kokosnuss gepflanzt. Spieler werden hungrig. Spieler 3 hat einen Kokosnussbaum gezüchtet. Spieler 3 hat eine Kokosnuss gegessen. Spieler 3 ist nicht mehr hungrig. Spieler 3 hat Spieler 2 eine Kokosnuss für 30 Krediteinheiten verkauft. Spieler 2 hat eine Kokosnuss gegessen, ist aber immer noch hungrig. Spieler 3 hat mit Spieler 2 eine Kokosnuss im Austausch für den Aufbau eines Zeltes gehandelt. Spieler 3 schläft in seinem Zelt. Spieler 2 friert. Die Nacht bricht herein. Ein vorbeifahrendes Schiff bietet einen Handel an. Spieler 2 hat eine Muskete für 30 Krediteinheiten gekauft. Spieler 3 wurde im Schlaf zweimal in den Kopf geschossen. Spieler 2 gewinnt. Spieler 2 ist an Kälte und Hunger gestorben. Ja, okay. Das haben wir ja gemacht. Den Laborzugangscode hatten wir auch. Nettes Angebot von Hagens an Wilson. Du sagst mir, du bist länger als ein Jahr auf diesem Schiff und hast nie einen Ausflug auf der Außenhülle gemacht. Nun, jetzt hast du einen Freund mit Zugang zu diesem verdammt coolen Exoskelett. Wir haben so gut wie nichts zu tun, bis wir das Ziel erreichen und die Arbeit am Tor beginnt. Willst du den Geschmack der Sterne auf der Zunge, dann brauchst du es nur zu sagen. Mein freier Krebs trägt deinen Namen. Du hast ja keine Ahnung, wie sich Kraft wirklich anfühlt, wenn du keinen Asteroiden mit deinen bloßen, mechanisch verstärkten Händen zerschlagen hast. Ein paar Probewürfe mit einem vorbeikommenden Meteor gefällig? Besuch mich in Kabine Nummer 1. Zugangsgurten haben wir ja schon genutzt.
Rettungskapsel 4. Ursprung der Übertragung. Von der Rettungskapsel 4 wurde ein Notsignal empfangen, aber die beigefügten Koordinaten sind unbrauchbar. Die letzten verfügbaren Bilddaten wurden gespeichert und analysiert. Auftriebskörper aktiviert, Kapsel auf Meereshöhe geortet. Kapsel befindet sich in unmittelbarer Nähe des radioaktiven Niederschlags von der Aurora. Ursprung der Übertragung ungefähr 150 Meter nordwestlich von der mittleren Backbordseite der Aurora. Das haben wir ja gemacht. Das ist alles okay, die haben wir ja gesehen. Fremde Daten brauchen wir auch nicht. Öffentliche Dokumente. Phasentor für den Ariadne-Arm angekündigt. Altera startet die Aurora. Die entferntesten Regionen des bewohnten Weltraums werden erweitert, denn die Altera-Gesellschaft startet ein neu konstruiertes Großraumschiff mit einem Phasentor an Bord, welches für den Ariadne-Arm bestimmt ist. Die Aurora wird direkt aus dem Raumdock zum Rand des Altera-Gebiets reisen und dabei hunderte von aufeinanderfolgenden Phasentorsprüngen durch 9 verschiedene Transgov-Territorien machen, um 3 Monate später auf der anderen Seite des Ariadne-Arms anzukommen. Von dort aus wird die Besatzung das Schiff über das letzte Phasentor hinaus lenken, um etwa 18 Monate später im nächsten Planetensystem anzukommen. Dort wird das Team von Elite-Ingenieuren ein 6-monatiges Bauprojekt am neuen Phasentor beginnen, einer Investition im Multibillionen-Kreditbereich. Durch das Fehlen einer vorhandenen Infrastruktur in der Region ist das Schiff mit fortschrittlichen Wärme- und Kernenergieanlagen ausgestattet. Die Altera-Gesellschaft betreibt derzeit 9% aller Phasentore in der Galaxis. Wenn die Mission der Aurora erfolgreich ist, wird Altera einige mongolische Konzerne ausmanövriert haben, die eine Reihe von Außenposten und Minen in der Region betreiben. Beziehungsvertragrechtliche Aufzeichnung. Listen, I know I don't have the right to make demands of you, but I need you to understand that I want to change our arrangement. I hear what you're saying and I will try to respect it. How would you like to change it? I would like to reduce our contact hours. How much further can we do that? To 0. You're dumping me. I'm changing the terms of our relationship. How is it still a relationship if we don't see each other? It's a relationship of a kind. You have so many expectations. I feel you just want to spend more time with that dumb guy in his dumb robot suit. That's not a feeling. It's a judgment. And I feel hostility in what you're saying. Perhaps your jealousy is a sign that you need to take another look at your business model. Why can't you just be happy for me? I am happy for you, and I'm happy for all the guys in the Prawn Bay. I'm just not happy for me. This is why I want to change our arrangement. Was ist das für eine Bitch? Broschüre. Altera Almosen. Wohltätigkeit ist ein altertümliches Konzept, das der Realismus der heutigen Alteraner überflüssig gemacht hat. Wir verstehen, dass jeder für sich selbst verantwortlich ist, aber der beste Weg, um das meiste für uns selbst herauszuholen, ist die Zusammenarbeit mit Altera. Die Bedeutung dieser Argumentation ist klar. Wenn jemand in Not ist, muss er einen Weg finden, gebraucht zu werden. Altera Almosen ist eine Ausbildungsakademie für Bedürftige. Wir sind keine Wohltätigkeitsorganisation, weil wir nicht nach Almosen fragen. Wir bevorzugen es, uns als menschenfreundlicher Wohltätigkeitsvermittlungsdienst zu betrachten, der Synergien zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer fördert. AA funktioniert wie ein Lotteriesystem. Durch die Investition einer beliebigen Anzahl von Krediteinheiten nehmen Sie an unserer Verlosung teil. Größere Investitionen führen zu höheren Gewinnchancen. Ihre Krediteinheiten fließen direkt in die Ausbildung ungelernter Kolonisten in lebenswichtigen Aufgaben wie der Instandhaltung und zwischenmenschlichen Fähigkeiten. Die Kolonisten erhalten diese Ausbildung freiwillig und kostenlos unter der Bedingung eines minimalen Arbeitsvertrags mit einem unserer Investoren nach Abschluss ihrer Ausbildung. Tagesmenü. Das lege ich jetzt nicht vor. Okay. Beziehungen. Vorwort von Jenny Eckert. Alle guten Dinge im Leben sind Handelsgüter. Wir handeln mit Liebe, genauso wie wir Aktien kaufen und verkaufen. Wir investieren in zwischenmenschliche Beziehungen, wenn es einen fairen Tauschwert gibt. Unterstützung, Motivation, Zuneigung, nichts Gutes ist wirklich umsonst.
Kämen alle materiellen Güter der Föderation von einem einzelnen Händler, würde das ein gefährliches Monopol erzeugen. Persönliche Beziehungen sind dasselbe. Es ist wichtig für die Menschen, ihre Bedürfnisse aus unterschiedlichen Quellen zu decken. Wenn jemand eine bessere Quelle für das findet, was benötigt wird, verletzen sie ihren ursprünglichen Lieferanten nicht, indem sie ihre Einkaufsvereinbarungen ändern. Wenn ein Beziehungspartner sich bedroht oder eifersüchtig fühlen sollte, muss er sich sein eigenes Geschäftsmodell betrachten und fragen, ob es wettbewerbsfähig ist. Für Verbesserungen ist dabei immer Spielraum. Okay. Ich lasse es nur kurz stehen, falls ihr es lesen wollt. Okay. Überlebende der Aurora, die Ingenieurdrohne. Exiting Sleep Mode. Loading Voice Recognition. Engineer Barkley and Chief Technology Officer you identified. Drone, get me a propulsion cannon. Repulsion cannon retrieved. Hey, Berkeley. Install that circuit box with that repulsion cannon and you'll punch a hole in the cargo bay. Damn it, drone. I said propulsion, not repulsion. Recalibrate sensors. Sensors recalibrated. Sensors aren't the problem. I tweak the program. It's like you now. It doesn't like being told what to do. Drone, I know... His name's Albert now. Albert. I know it's not your fault, but it would really help me do my job if you'd bring me what I asked for. Thanks for your time. Propulsion cannon retrieved. Thank you. Now go away. Entering hibernation mode. Boss, this hobby of yours isn't making my job any easier. Or safer. Maybe so, but it's all that's stopping me from being so bored I take a spacewalk in my skivvies. Okay. Haben wir das schon angehört? How's his log? It's the day of the crash. I don't know what the heck is happening. I'm scared and I'm not going outside. There are shadows in the water under the hatch, but I can't tell if they're rocks or aliens. And there's weird-looking caves nearby. The Aurora was carrying everything needed to build the phase gate. Mobile vehicle bays, bioreactors, propulsion cannons. It had a cinema. There was a zero-G gym. My cafe. I don't understand how we're here now. I don't know why no one's coming for me. Okay, das haben wir schon. To any Altera crew. Landed in area of significant alien activity. Encountered predators in the Leviathan class, highly aggressive. Spectroscope scanner assigned species designator, Reaper. One specimen attempted to swallow the life pod, doing extensive damage in the process. Only viable option is to make for the safety of the Aurora crash site. I've retrieved a data box with the creature decoy and enough resources to fabricate a couple of them. The swim's longer than the decoy lifetime, but it should just be enough to keep them busy. If you don't find me on board the ship, presume I miscalculated. Yeah. Okay. Okay, Mission Suche und Rettung. Ziel Besatzung des mongolischen Schiffs Degasi. Letzte bekannte Position näher zum Planeten. Hm. Yochi Kassar, Aurora Passagierunterkünfte. Vor gut einem Jahrzehnt verschwunden. Okay. Gut. Fleisch unter keinen Umständen verzehren. Upsi. Seek fluid intake. Ja. Das machen wir jetzt. Schnucki, alles gut. Wir sind ja schon hier. Haben wir unser Messer noch dabei? Das haben wir hier, das können wir dann mal hinpacken und Feuerlöscher brauchen wir gerade im Moment nicht. Ich sollte vielleicht darauf achten. Vital signs stabilizing.
Bist du doof? Hä? Mach doch. Das Ding ist kaputt. Jetzt hat er's. Ding, 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 ding. Okay. Ich würde sagen, wir gehen eins nach oben. Nein, das wollte ich eigentlich gar nicht, weil ich habe ja was vergessen. Kleinen Moment. Ich musste kurz niesen, Entschuldigung. Da ist es. Dann können wir... Wo ist es denn hin? Reparaturwerkzeug, Konstruktionswerkzeug, da ist es. Das wieder dahin packen. Na 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 na. Was ist das? Batterieladestation. Die hätte ich dann auch gern noch. Wir haben eine Bank. Können wir das nicht hinbauen? Okay. Warum nicht? Ich wollte das so schön hier so ein bisschen so. Mir ist eigentlich egal, wir können das da so hinstellen. Ein Einzelwandregal. Können wir hier so das Wandregal hinmachen? Ist das mal hier so hin. Dann haben wir was noch. Eine kleine Bank. So. So, Knopf. Hier hätten wir noch einen Glastisch, den können wir hier so hinstellen. Zack. Immer brauchen wir hier jetzt erstmal nicht. Zack. Da geht's nicht mehr hin. Ist aber nicht so tragisch. Haben wir noch so Schönes gefunden? Nicht viel, ne? Ich glaube, wir müssen auf jeden Fall Quarz sammeln ohne Ende, damit wir erstmal die Fenster machen können und dann können wir immer noch die Sachen alle platzieren. Quarz und Titan. Ach, ist das kompliziert. Moment. Wir können erstmal die Feuerlöscher rein. Dann hat das Ding rein. Das nicht.
Okay. Müssen wir ihr nochmal umsortieren. So. Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen. Da. Erweiterungsmodule. Zack. Und zack. Das ist ein Traum. Ding. So. Oh, wir haben nur einen Quarz. Ja, herzlichen Glückwunsch. Und für Glas brauchen wir mehr, ne? Zweimal brauchen wir dafür. Okay. Gewebe, das können wir, glaube ich, machen. Glas und Titan, Glas. Warning: Endorphin levels low. Consider taking a seat and meditating. It may help to remember that problems exist only where you choose to see them. Können wir hier einen kleinen Mann da so hinsetzen? Wollte ich nicht. Ich wollte den kleinen Mann da so hinsetzen. Ach, guck. Na? Schön, ne? Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte die drehen. Problem ist, dass es dann immer einmal durchscannt. Kann ich die hier oben hinsetzen? Warum kann ich die nicht da draußen setzen? Ich will hier gar nicht hinsetzen. Zack. Okay. Was habe ich jetzt noch so? Die Sporttasche. Toll. Nee, das wollte ich nicht.